Deutschen Gewerkschaftsbundes hier in Berlin. Es ist unser Feiertag, es ist nicht der Tag der Chaoten und es ist schon gar nicht der Tag der rechten Kolleginnen und Kollegen. Die hier sind. Das Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kenne keins und ich glaube, es gibt auch keins. Wenn wir streiten, wenn wir mehr Geld haben wollen, dann gefährden wir die... Du wirst jetzt auch gleich nochmal was zum Projekt sagen, denke ich. Ja, selbstverständlich. Und zwar habe ich vor 4 Jahren dieses Projekt, die Berliner Busfahrerkampagne gegen Gewalt und Vandalismus, ins Leben gerufen, weil vor 4 Jahren uns eine Welle der Gewalt auf uns eingestürzt, auf uns Busfahrer, die sucht seinesgleichen. Jeden Tag, aber wirklich jeden Tag, Kolleginnen und Kollegen auf der Titelseite zusammengeschlagen, bis abgestochen, und das muss ein Ende haben. Helft uns, die Gewalt wieder in den Zaum zu kriegen. Und jetzt ist die neue Welle auf uns zugetreten, und zwar ihr, die nur von der Arbeit nach Hause wollt oder andersrum, werdet brutalst ohne Sinn und Verstand, brutalsterweise auf öffentlichen Plätzen in U-Bahnen zusammengeschlagen, getreten. Wo sind wir hingekommen? Wo sind wir hier hingekommen? Wir haben eine Multikulti-Welthauptstadt hier, zusammen, ohne Gewalt und Vandalismus. Anders geht es nicht. Helft uns dabei. Wir sind die Busfahrer, die Busfahrer.de. Da geben wir immer unsere Termine bekannt. Aber wir müssen was ändern. Wir müssen zusammenarbeiten. Ein Zusammen müssen wir erreichen. Weil, wie kann es angehen, dass man mit der Frage nach einem gültigen Ticket sein Leben riskiert? Das geht nicht so weiter. Und hier sind die Busfahrer. Relativ entspannt. Schöner als vor ein paar Jahren noch, als hier viel mehr Randale waren. Und zwar von Leuten, die überhaupt nicht politisch motiviert randaliert haben, sondern die Kunst für die Kunst gemacht haben, wenn man es so nennen möchte. Das ist schön, ist besser geworden. Ja, ja. Interessant, viel los. Menge zu sehen, Menge zu essen, Menge zu trinken. So, das war's. Vorboten beim Maifest. Was Vorboten. Macht ihr hier? Wir spielen, wir machen Musik, wir gehen auf die Straße, wie sonst auch gerne. Maifest ist eine 1A-Gelegenheit, dies zu tun. Und ihr habt Konfrontation mit der Polizei gehabt? Keine Konfrontation. Es kamen Zivilpolizisten, die gesagt haben, ohne Genehmigung dürfen wir nicht spielen. Und wir wechseln jetzt auf den Ort, um nicht zu provozieren. Weil wir haben keinen Bock auf Also wir sind sonst immer gern zu haben für Provokationen und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Aber erst einmal ist ein spezieller Tag, wo die Polizei sehr scharf ist. Und die sollen sich mal auch kümmern, aber wir wollen ihnen keine Gelegenheit bieten, das Objekt zu sein, weil es gibt garantiert hier irgendwann heute im Laufe des Tages Sachen, um die sie sich eher kümmern sollten als um Musiker, die irgendwo spielen. Deswegen wechseln wir den Ort. Wann sieht man euch wieder in Berlin? Am besten auf der Website gucken, www.ohrboten.de. Das, was ich jetzt weiß, ist, es gibt im September im Astra ein Konzert mit einer israelischen Hip-Hop-Band zusammen, deren Namen ich jetzt nicht drauf habe, aber es ist ein Austausch. Wir spielen hier mit denen zusammen im Astra im September und wir spielen dort mit denen zusammen in Tel Aviv und in Jerusalem nächstes Jahr im Februar. Inshallah. Danke.
Fotzen!